Gregory Hoffmann, das erste Drittel, irgendetwas hat nicht funktioniert, rasch in den Rückstand geraten. Was ist vielleicht in der ersten Pause passiert? Man hat das Gefühl gehabt, ihr seid so am zweiten Drittel, irgendwann war schon ein anderes Team. Sicher haben wir wieder ein frühes Goal bekommen. Und klar, hat viel Momentum geht für Zürich. Aber es war immer nur 1-0. Wir sind wieder fokussiert. Ruhig bleiben. Unsere Chance kommt noch in den letzten 40 Minuten. Haben wir auf das gewartet, das arbeitet und am Schluss haben wir die Goal gemacht. Genau, und ihr jetzt 3 Spiele, 6 Punkte, aber das Hammer-Goal für euch am heutigen Abend. Was ist momentan bei euch, als persönlich gerade so gut läuft, wie bezüglich der Punkte oder bezüglich der Goal? Ja, schlussendlich geht es nur um gewinnen. So, wenn ich produziere oder die anderen produzieren, aber gewinnen wir nichts, es bringt nichts. So, wir müssen einen Weg finden, um der Mannschaft zu helfen und die Spiele gewinnen. Das ist nur was zählt momentan. Und heute ist ein erster Schritt, morgen geht es weiter in Biel und ich hoffe, dürfen wir den Vertrauen, den wir heute Abend mitnehmen für das nächste Spiel. Merci vielmals.